Moin, mein Name ist Benjamin Bertram. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Bertram Bau und Invest GmbH. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, das Projekte realisiert, vorzugsweise gewerbliche Projekte. Wir befinden uns zurzeit auf unserer aktuellen fertiggestellten Baustelle, einem Brownfield, eine fertiggestellte Logistikanlage in Sarstedt, südlich von Hannover. Wir haben das 2016 aus einer Insolvenz herausgekauft. Schon damals mit dem Wissen, dass niemand in Sarstedt 6000 Quadratmeter Büro gebrauchen kann, war also von Anfang an eine mögliche Projektentwicklung. Wir haben hier insgesamt über 27.000 Quadratmeter Hallenfläche erstellt, etwas über 1000 Quadratmeter Büro und nochmal 1000 Quadratmeter Mezzaninfläche. Die Bauzeit lag unter einem Jahr. Wir hatten am 27. September Spatenstich und am 1. Juli haben wir Goldberg die Leistung insgesamt abgenommen. Mit Planung und Abriss der vor dort stehenden Gebäude haben wir ungefähr 1,5 Jahre gebraucht. Richtige Schwierigkeiten hatten wir auf der Baustelle überhaupt keine. Trotz der Pandemie und trotz eines der heftigsten Winter, die wir die letzten 5, 6, 7 Jahre hatten, hat alles sehr gut geklappt. Das Einzige, was so ein bisschen aus dem Rahmen gefallen ist, ist eine der Stützen. Die wurde von dem Tiefbauunternehmer mit einem Radlader einmal umgefahren. Konnte Gott sei Dank als solche ersetzt werden. Wir mussten nicht nochmal an die Dachkonstruktion oder ähnliches. Als Projektentwicklungs- und Realisierungsunternehmen haben wir ein relativ kleines Team, das aber durchaus gewollt ist, weil wir für jedes spezielle Produkt auch einen Spezialisten haben wollen. So haben wir hier ein Architektenteam aus Lübeck, die für uns schon sehr viele Objekte dieser Art gehandhabt haben. Und die Zusammenarbeit läuft einfach und never change the winning team. Das Thema Nachhaltigkeit hat für uns auch einen sehr hohen Stellenwert. Nachhaltigkeit nicht nur in der Nachhaltigkeit der Erstellung einer Immobilie, sondern auch den Nutzungsgedanken in 1, 2, 3 Generationen. Wir wollen Immobilien schaffen, die lange stehen bleiben können. Nicht nur, weil die Substanz das hergibt, sondern auch der Nutzen da ist, auch für spätere Generationen. Wir sind deshalb auch Mitglied bei der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen, lassen unsere Neubauten zertifizieren und sind jetzt auch neues Mitglied bei Brownfield 24 und versuchen auch das Thema Brownfield-Entwicklung weiter voranzutreiben. Brownfield-Projekte insgesamt machen uns sehr viel Spaß. Die Thematik Dreck im Boden und Belastung in der Immobilie schrecken uns nicht ab. Und wir finden es natürlich schön, sogenannte Schandflecke aus bestimmten Bereichen entfernen zu können und eigenes, neues Leben einhauchen zu können. Deswegen suchen wir auch bundesweit ähnliche Möglichkeiten, solche Brownfield-Projekte durchzuführen und sind dankbar für jeden Hinweis.